Heute geht es um das XOM 1541. Mit einem XOM 1541 kann man grundsätzlich erstmal eine alte Commodore-Floppy via USB an einen modernen PC anschließen und dann daran damit arbeiten. Ich werde das Video in drei Teile gliedern. Punkt 1 ist vermutlich der Hauptansatzzweck, nämlich seine alten Disketten, seine alten Datenbestände zu sichern am PC. Punkt 2 wird dann behandeln, wie man diese Daten vom PC wieder auf Disketten spielen kann, wenn man sie am Commodore mal wieder nutzen möchte. Und im dritten Abschnitt geht es dann so ein bisschen um die Software. Einerseits CBM Transfer, mit dem man also diese ganzen Operationen durchführt. Und dann machen wir noch einen kleinen Ausflug zu WinWise. WinWise ist ein C64-Emulator am PC und der kann auch über das XOM 1541 mit einer echten Floppy arbeiten. Abschnitte habe ich auch als Kapitel in diesem Video hinterlegt. Man kann also direkt dahin springen für das, was einen interessiert. Was braucht man jetzt überhaupt? Im Prinzip eigentlich nur ein XOM 1541, entweder in dieser Variante, das hätte sogar noch eine Parallelkabelverbindung, damit geht das alles ein bisschen schneller, oder auch die etwas handlichere Variante als XOM 1541 Slim, also als USB-Stick-Ausführung. Ich nehme heute die, gefällt mir einfach besser, ist auch irgendwie praktischer. Dieses XOM 1541 wird also einfach am PC in einen USB-Slot angeschlossen. Wie man so ein XOM 1541 am PC einrichtet, habe ich in einem anderen Video mal gezeigt. Da würde ich einfach darauf verweisen. Ich gehe also davon aus, dass sowohl OpenCBM als auch CBM XFair bereits auf dem PC ordentlich installiert sind und dass das funktioniert. Hier geht es heute rein um die Bedienung und was man damit machen kann. Weiters braucht man natürlich eine Commodore-Floppy. Ich habe hier eine 1541-2 und man braucht ein serielles Kabel. Mehr braucht's nicht. Den C64, den ich hier stehen habe, der ist nur für Test- und Demonstrationszwecke jetzt gedacht. Für den reinen Anschluss des Floppy-Laufwerks am PC braucht man also keinen C64. Auch sind die Floppy und der C64 nicht modifiziert, da sind also keine besonderen ROMs drin, auch keine zusätzlichen Kabelanschlüsse sind davon nötig. Man braucht also wirklich nur das XOM 1541. Und schon geht's los mit Teil 1, Sichern von Daten von alten Disketten auf dem PC. Sowas kennt bestimmt jeder C64-User, hat vermutlich jeder noch irgendwo im Schrank liegen. Bevor man loslegt, die Floppy natürlich mit dem XOM 1541 verbinden und dann erst einschalten. Die Floppy wäre betriebsbereit, dann natürlich die Diskette einlegen. Und jetzt brauchen wir ein Programm, das nennt sich CBM Transfer oder CBM XFair, je nachdem. Grundsätzlich lässt sich also hier erstmal das Directory abrufen. Man merkt, das Ganze arbeitet, das XOM blinkt immer bei Diskettenoperationen und hier haben wir also auch schon den Disketteninhalt. Wie bekomme ich jetzt diese Diskette oder den Disketteninhalt auf den PC? Ganz einfach mit diesem Pfeil, der hier nach links zeigt. Die Hilfe ploppt auf, if no files are selected, this button will create a disk image of the entire disk. Man hat also jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man markiert sich hier eine Datei und zieht die rüber. Ich mache es mal hier in mein Testverzeichnis. Dann wird also diese Datei auf meinen PC kopiert. Dauert immer ein paar Momente, läuft ja alles mit der alten Geschwindigkeit. Das kann ich mir dann auch anschauen, hier in meinem Testverzeichnis. Da habe ich also jetzt das Troll-Pick, das ich eben rübergezogen habe. Um das zu deselektieren, select None. Und jetzt, wenn eben nichts ausgewählt ist, dann wird ein sogenanntes Disketten-Image erstellt. Ein Disketten-Image ist im Prinzip eine gepackte Version des Disketteninhalts. Es kommt also nur eine Datei dabei raus. Eben ein Disketten-Image. Da ist aber all das drin, was hier auf der Diskette enthalten ist. Also hier auf den Pfeil drücken. No file selected. Do you want to make an image of this floppy disk? Ja, in dem Fall wollen wir. Dann wird noch gefragt, wie sie heißen soll oder wie die Datei heißen soll. Nachdem die Diskette mit Blob benannt ist, wird das auch hier so vorgeschlagen. Blob D64. D64 ist also dieses Archivformat, die Dateiendung für C64 Diskettenformat-Files. Das passt mir so. Ich bleibe auch weiter im Testverzeichnis, sage auf OK und dann legt er los, diese ganze Diskette auszulesen und auf dem PC zu schreiben. Hier steht es auch, Creating D64 Image. Dauert einen kleinen Moment. Das Ganze gäbe es auch als D71 Image. Das wären dann Images für die 1571 Floppy oder auch als D81. Das wäre dann die Floppy 1581. Es sind also alle möglichen Disketten von verschiedenen Laufwerktypen mit diesem XOM 1541 auslesbar.
Das erkennt das CBM-Transfer übrigens automatisch. Hier oben 15.41.2, das habe ich nicht eingestellt. Das erkennt das CBM XFair automatisch, wenn es gestartet wird, was für eine Floppy eben am seriellen Port bzw. am XOM 15.41 dranhängt. Damit ist er fertig. Und wenn ich jetzt hier wieder in mein Testverzeichnis reingehe, dann habe ich hier also die blob.d64-Datei. Jetzt kann ich kurz prüfen, ob da auch wirklich das drin ist, was ich brauche, indem ich die blob.d64, die jetzt eben erstellt wurde, einfach doppelklicke, dann sehe ich genau dieses Inhaltsverzeichnis, das jetzt in der Datei ist. Das ist jetzt nicht mehr das Inhaltsverzeichnis der Diskette, sondern das ist das D64-Image, das ich hier geöffnet habe, beziehungsweise die Ansicht geöffnet habe. Rechts ist immer noch die Diskette. Wenn ich also hier auf die Directory gehe, dann liest er wieder von der Diskette. Das wäre also der Disketteninhalt. Und somit ist diese Diskette jetzt also wunderbar als D64-File auf meinem PC gesichert. Hat man jetzt den umgekehrten Fall, dass man ein Disketten-Image auf dem PC hat, das man aber wieder auf Diskette haben möchte, um damit beispielsweise am C64 wieder zu arbeiten, dann geht das genauso einfach. Ich nehme einfach mal eine andere Diskette, lege die auch wieder ein, schaue mir erstmal an, was auf dem Directory drauf ist. Da ist also Summer Games drauf. Somit weiß ich, die Diskette ist formatiert. Ich könnte sie jetzt hier über Format auch formatieren. Ist in dem Fall aber nicht notwendig. Ich sehe, dass sie formatiert ist, dass da was drauf ist. Ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach Back to the Future, weil das hier so schön ins Thema passt. Da habe ich den kleinen Tipp. Man kann sich viele, viele Spiele auf c64games.de runterladen. Und zwar unter Games. Und dann suchen wir uns mal Back to the Future. Beziehungsweise hatte ich vorher schon mal eingegeben. Suche starten. Und dann haben wir hier Back to the Future, können das anklicken. Und dann gibt es das also hier zum Download als Diskettenversion. Das Entzippen bzw. Entpacken dieser Datei, das habe ich jetzt kurz übersprungen. Da wird jeder selber wissen, wie es geht. Bekommen habe ich jetzt einen weiteren Ordner in meinem Testverzeichnis. In diesem Ordner ist jetzt eine D64-Datei und die kann ich jetzt eben auf Diskette schieben. D64, also eine Image-Datei. Mit PRG-Files würde das genauso gehen, also Programme, die nicht weiter als Image verpackt sind, sondern einfach als Datei, als PRG-File, so wie sie auf dem C64 verwendet werden, auch gespeichert sind, gehen also genauso zu übertragen. In dem Fall nehmen wir jetzt diese D64 in meinem Testverzeichnis in Back to the Future und hier ist mein D64. Wenn mir hier der Platz zu eng wird, kann ich den Verzeichnisbaum ausblenden. Da gehe ich aber gleich im dritten Teil nochmal genauer drauf ein, auf dieses CBM XFair, hat nämlich so seine zwei, drei kleinen Tücken. Ausgewählt ist es und dann brauche ich hier nur den Pfeil nach rechts drücken. Dann fragt er mich, bzw. sagt mir, please insert formatted disk und klick OK or cancel to abort. Also wir wollen OK, wir wollen jetzt eben diese Diskette erstellen. Auf OK. Dieser Vorgang ist also abgeschlossen. Er zeigt dann hier im rechten Fenster auch gleich wieder den Inhalt der Diskette an. Obwohl die jetzt eigentlich nicht voll beschrieben war. Also so ein File hat ja 170 Kilobyte, eine D64-Datei einer Diskettenseite, was beim C64 664 Blocks entspricht. Obwohl jetzt hier nur ein Spiel drauf ist, dieses eine Back to the Future PRG, wird trotzdem dieser gesamte Disketteninhalt bzw. das gesamte Disketten-Image auf die Diskette geschrieben. Das dauert ohne Parallelkabel ungefähr 90 Sekunden. Hat man das große XOM mit dem Parallelkabel, verkürzt sich das auf etwa 35 Sekunden. Wenn man also viele Daten hin und her schiebt, ist das eine Option, mit der man es ein bisschen beschleunigen kann. Das wäre jetzt also der Inhalt der Diskette. Dass das also wirklich auf der Diskette jetzt drauf ist und dass wir das am C64 auch wieder verwenden können, das wollen wir natürlich prüfen. Am C64. Vorher, ganz wichtig natürlich, die Geräte ausschalten. Das Ausschalten ist ganz wichtig. Es gibt bei diesen alten Geräten keinen Hotplug. Wenn man die bei eingeschaltetem Zustand steckt oder abzieht, die Kabel, kann man sich die Chips im Inneren der Geräte beschädigen. Also da einfach drauf achten. Floppy aus, C64 aus. Jetzt kann das serielle Kabel umgesteckt werden. Vom 1541 in den C64 rein. Und jetzt hängt also die Floppy, das Diskettenlaufwerk, am C64. Dann ganz normal die Geräte einschalten. Und am C64 schauen wir uns erstmal das Inhaltsverzeichnis an. List. Jawohl, da haben wir das Spielchen Back to the Future. Und dann laden wir das natürlich auch mal, das Spiel, um auch zu überprüfen, dass das wirklich funktioniert.
Das dauert jetzt ein kleines Weilchen. Wie gesagt, die Geräte sind nicht modifiziert, ist kein Schnelllader, gar nichts drin. Das hat geklappt mit dem Laden. Dann natürlich Run eintippen. Jawohl. Das hat also erfolgreich funktioniert, diese Datei, in dem Fall aus dem Internet, auf die Diskette zu schreiben und dann am C64 wieder zu verwenden. Ich habe jetzt für diese Operation Diskette lesen und schreiben das Programm CBM XFair oder CBM Transfer verwendet. Es gibt natürlich noch andere. Ich verwende halt diese, ich finde die ganz gut. Obschon CBM Transfer nicht ganz intuitiv ist, deswegen möchte ich das hier nochmal kurz ein bisschen erklären. Dieses Programm teilt sich in zwei bzw. drei Teilfenster. Um zu wissen, wo ich bin, kann ich mir hier meinen Verzeichnisbaum aufmachen, kann ich genauso gut wieder zumachen, wenn mir der Platz nicht ausreicht. Wenn ich jetzt wissen möchte, was in diesem D64-Image drin ist, kann ich doppelklicken, dann springt es hier um auf Disk-Image und zeigt mir eben das Disk-Image an. Dann kann ich wieder auf Local-PC zurückspringen. Das ist vielleicht auf Dauer ein bisschen lästig und man hat heutzutage relativ große Bildschirme. Dann kann man mit diesem Pfeil den mittleren Bereich fest zum Disk-Image machen und hier bleibt der Bereich fest bei Local-PC. Das ist also alles die PC-Seite hier, diese linken beiden Teilbereiche oder Teilabschnitte dieses gesamten Fensters. Der rechte Teil, der ist dann hauptsächlich dem Datenverkehr über das XOM1541 bzw. dem Laufwerk gewidmet. In diesem rechten Bereich ist es also wichtig, dass wir auf X-Cable stehen. Darüber wird das XOM1541 dargestellt. Es gäbe auch CBM-Link, kommt aber hier nicht zum Tragen. Man könnte sich auch hier nochmal zusätzlich Local-PC oder Disk-Image anzeigen lassen. Das Programm zeigt da also eigentlich sehr viel Flexibilität, die aber fast ein bisschen überflüssig ist, wie ich finde. Denn diese Buttons sind ja nochmal hier einfach schon für diese beiden Teilbereiche da. Also hier einfach auf X-Cable lassen. Ich nehme mal wieder eine andere Diskette, damit wir hier so ein bisschen Abwechslung haben. Und hier haben wir also jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Einerseits natürlich das Directory anzeigen lassen. Wir können die Diskette formatieren. Das funktioniert also ganz einfach hierüber. Dann wird vorgeschlagen, dieser Header der Diskette, also das, was hier oben drin steht. New ID. Ich lasse das jetzt einfach mal. In dem Fall wird jetzt nur der Formatbefehl an die Floppy gesendet. Denn die Floppy ist ja ein eigener Computer, die hat ja ein eigenes Gehirn. Die weiß jetzt schon selber, was sie zu tun hat. Das Programm muss also nicht, genauso wie der C64, muss jetzt nicht selber die Diskette formatieren, sondern sendet eben nur den Befehl an die Floppy, bitte formatiere mir die Diskette. Deswegen ist jetzt am Bildschirm auch nichts weiter zu sehen. Kann man auf OK klicken. Die Floppy arbeitet aber jetzt alleine für sich weiter, um eben die Diskette zu formatieren. Die ist fertig. Vielleicht hat man es gehört, dieses typische Schnarren am Ende eines Diskettenformatierungsvorgangs. Jetzt kann man sich die Diskette also auch wieder anschauen, beziehungsweise das Directory. Da steht New, genauso wie wir es eben vergeben haben. Und die Diskette ist leer, 664 Blocks sind frei. Über Reset kann man das Diskettenlaufwerk mal zurücksetzen. Falls sich mal was aufgehängt hat oder so, dann geht einfach ein Reset-Befehl an die Floppy und sie setzt sich zurück. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz in die Einstellungen gehen. Die verbergen sich hier unter Options. Und zwar auch wieder hier beim X-Cable, eben für das XOM1541. Erstens mal kann man hier umstellen, ob man seine Floppy nicht auf Geräteadresse 8 hat, sondern auf 9, 10 oder 11. Da also die richtige Adresse aussuchen. Und dann der Mode, also der Betriebsmodus, das bezieht sich jetzt darauf, ob man eine Floppy im seriellen Datenübertragungsmodus betreibt oder auch im parallelen Modus. Der Parallele geht natürlich schneller. Was recht gut funktioniert, was bei mir zumindest noch immer geklappt hat, ist, wenn man das auf Auto lässt, dann erkennt das CBM XFair selbstständig, ob eine parallele Datenverbindung da ist, wird also kurz geprüft und wenn die Floppy entsprechend reagiert, dann wird die parallele Verbindung hergenommen. Ich habe also noch nie irgendwie hier manuell was umstellen müssen. Ein Wörtchen jetzt noch eben zu WinWise. WinWise ist also ein C64-Emulator, der am PC einen C64 emuliert, wie es der Name eben sagt. Dazu muss ich hier gehen auf Attach Disk Image, Drive 8. Back to the Future, also wieder das Disketten-Image. Und dann muss man also Load Sternchen,8 eingeben, in dem Fall an der PC-Tastatur. Das ist etwas ungewohnt, man kennt das ja nur von der 64er-Tastatur. Man kann natürlich genauso gut den Programmnamen direkt eingeben, anstatt des Sternchens. Nachdem ich aber weiß, dass auf dieser Diskette jetzt nur das eine Programm drauf war, kann ich es also auch mit Sternchen laden. Nachdem ich mein WinWise auch nicht modifiziert habe, dauert das also auch wieder einen kleinen Moment. Also muss man einfach Geduld haben. Da werden also jetzt die Ladezeiten, die man von diesen klassischen Geräten kennt, auch mit emuliert. Das kann man übrigens beschleunigen, entweder über die Settings, dass man hier auf Warp Mode klickt, oder über den Shortcut auf der Tastatur Alt und W.
Damit ist das Programm fertig geladen. Einmal Run eintippen. Über das XOM1541 ist es möglich, eine echte Floppy direkt in WinWise anzusprechen. Dazu müssen wir in die Einstellungen, in die Settings, um WISE jetzt mitzuteilen, dass wir also kein Disketten-Image mehr verwenden wollen, sondern ein physisches Diskettenlaufwerk. Dazu müssen wir in die Peripheral Settings auf Drive 8 und dort wählen wir Real IEC Device, eben ein physisches Diskettenlaufwerk. Um jetzt das Programm von der Diskette zu laden, muss man also wieder Load Sternchen, 8 eingeben. Der Ladevorgang findet also jetzt direkt über die Floppy statt, nicht über ein Disketten-Image. Ladevorgang fertig, wie immer Run eintippen und schon haben wir hier wieder unser Back to the Future. Wer übrigens seinen Commodore-Arbeitsplatz nicht unbedingt direkt neben dem PC stehen hat, der kann also die Commodore-Floppy trotzdem anschließen. Und zwar kann das USB-Kabel bis zu 5 Meter lang sein, habe ich hier in diesem Video-Setting auch. Das funktioniert also wunderbar. Das serielle Kabel hingegen, das sollte maximal 1,50 Meter lang sein, sonst kann es zu Problemen kommen. Einen Tipp habe ich noch für alle Leute, die ein SD-to-IEC besitzen, also dieser Kartenleser, der am C64 als Floppy-Emulator arbeitet. Man kann damit nämlich auch seine Daten von den alten Disketten sichern. Erst auf die SD-Karte schreiben natürlich und dann von der SD-Karte auf den PC übertragen. Am PC mit XOM1541 ist es halt etwas komfortabler, wenn man da mit der grafischen Oberfläche und so weiter arbeiten kann. Möchte man es aber mit dem SD-to-IEC machen, da habe ich ein eigenes Video dafür gemacht. Für heute soll es das hier erstmal gewesen sein mit dem XOM1541. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.